Weiter geht's mit Half-Life 2 oder der anderen Hälfte des Lebens. Hier haben wir beim letzten Mal Alex gesehen. Alex! Alex! Freut mich, dass du es hier geschafft hast. Mich auch. Dad ist irgendwo dort, im Internierungsbereich. Wird nicht einfach sein, ihn da rauszuholen. Alter, lass uns gehen. Weißt du eigentlich, wo ich hier alles durch bin, was ich alles töten musste? Und natürlich, dich interessiert das mal wieder nicht. Hauptsache, hier Gordon ist da, um Papa zu retten. Ich bin hier voll im Blindflug. Ab und zu wird ein Votegon gefangen und liefert uns so Informationen, aber wir kennen uns dort nicht gut aus. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Achtung! Ach, Achtung! Zum Angriff! Sage ich! Ja, gut. Hier drüben. Gleich, ich guck mal, ob hier ein bisschen Leben. Ne. Ne, doch nicht. Schade. Schade, schade, schade. Die armen Leute. Da! Da! Okay, ich glaube, ich kann ihn reinholen. Da! Er ist unterwegs. Auf zum Treffpunkt. Das da? Mach Ruf. Nettes Gerät hast du da. Ha! Geschafft! Kann ich auch so eins haben? Lasst dir Alex in Ruhe, ey. Ich sag's euch. Missionskritischen Personals. Was kann ich dafür? Die Tose rennt vor und lässt sich töten. Weißt du was, Mädchen? Weißt du was? Jetzt gibt's Granate. Ab und zu wird ein Votegon gefangen und liefert uns so Informationen, aber wir können... Alter Mädchen, ey. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Achtung. Gib Kill. Ist besser als Deckung. Ja gut. Hier drüben. Ich bin schon wieder so tot hier. Aber jetzt auf Mädchen, wenn wir hier... Ich glaube, hier ist die Waffe gut. Oh mein Gott. Ja, ja, die armen Leute. Ist ja gut. Okay, ich glaube, ich kann ihn reinholen. Du glaubst. Da! Er ist unterwegs. Auf zum Treffpunkt. Lass mich durch! Gordon Freeman, mach den Weg frei! Mir nach. Gordon Freeman, mach den Weg frei! Okay, die machen verdammten Schaden. Ich sehe es ein, die Typen machen Schaden. Da sollte man nicht blindlings reinlaufen. Ich bin hier voll im Blindflug. Ab und zu wird ein Votegon gefangen und liefert uns so Informationen, aber wir kennen uns dort nicht gut aus. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Ich bin aber auch toll. Ich hab hier Granaten drin, also hier so.
Hat wehgetan. Ja gut. Hier drüben. Ah, da ist noch Muni. Damit komme ich ins Sicherheitssystem. Jetzt zu meinem Vater. Oh mein Gott. Die armen Leute. Da. Okay, ich glaube, ich kann ihn reinholen. Ja, aus Langeweile wechsle ich Waffen. Ist unterwegs, auf zum Treffpunkt. So, die werden jetzt mit Schrot begrüßt. Ha, geschafft. In deinen Kopf! In deinen Kopf! So. Komm schon. Er sollte da drin sein. Sollte ist immer so ein schönes Wort. Da ist er. Na gut. Mal sehen, ob ich das aufbekommen kann. Wenn das jemand schafft, dann du. Du, wie habt ihr mich gefunden? Dad, alles okay? Mir geht's gut, aber ihr? Ihr müsst hier verschwinden. Wir holen dich hier raus, Dad. Ich bin unwichtig. Rettet euch selbst. Wir verlassen dich nicht. Ich könnte das Combine-Portal umprogrammieren, sodass es uns rausholt. Bloß wo könnt ihr hin? Ich sprach mit Dr. Kleiner. Sein Portal war fast wieder bereit. Wenn er es repariert hat, kommen wir dorthin. Wenn nicht... Schlimmer kann es wohl kaum kommen. Das ist zu riskant, Alex. Hör auf mich. Geh, solange du noch kannst. Wir gehen hier nicht ohne dich weg. Ende. Versuch nie mit deiner Frau zu diskutieren. Keine Sorge, Dad. Wir finden sie. Jetzt schicke ich dich erstmal zur Teleporterkammer. Das ist kein Lebwohl, Dad. Wir treffen uns dort. Das weiß ich auch. Ich treffe euch dort, ja? Bis dann, alter Mann. Bis dann, hol 83. Lass uns gehen. Da war ja noch was. Ich wollte mich eigentlich offline stellen. Na, was soll's. Ja gut. Hier drüben. Mach Ruf. Ich gehe zur Sicherheitsstation zurück und versuche über dein Funkgerät mitzuhören. Warte, bis du mich hörst. Junge, entscheide dich mal, was okay, du spielst. Mach den Weg frei! Hier ist dezent ein bisschen zu. Hallo? Hallo? Lass mich rein! Ha, es klappt. Mal sehen, ob ich dir den Weg freiräumen kann. Sieh dich auch nach Dr. Mossman um. Ich bringe dich so weit wie möglich durch das Gefängnis, dann komme ich nach. Alex ist im Fernsehen, Alex ist im Fernsehen. Moment, mal sehen, ob ich das Tor nicht irgendwie aufbekomme. Okay, geschafft. Alex macht den Weg frei und Gordon räumt auf. Nee, ich hab da oben noch gesehen. Ha! Ist auch ein gutes Versteck hier oben einfach drauf. Oh, das wäre so ein Alternativfeuer!
Das haben wir gleich auf. Ich vertraue dir. Verdammt, es klemmt. Moment, ich habe eine Idee. Geh zurück ins Büro. Okay. Den Plänen nach sollte hinter den Regalen ein Luftschacht sein. Gefunden. Hast gefunden. Nee. Lasst mich durch. Gordon Freeman will durch. Hey, war doch schon mal gut. Kleinere Fleischwunden diagnostiziert. Ach, wisst ihr was? So. Hab da nur davon. Ich kümmere mich um das Tor. Sekunde. Okay, geschafft. War das damit? Und dort? Mann. Mann. Ach, schau auf den Bildschirm. Alter, du erlebst keinen direkten Treffer von der Schrotflinte. Okay. Ihr wollt Ärger? Könnt ihr haben. Kleinere Fleischwunden diagnostiziert. Ich kümmere mich um das Tor. Okay, geschafft. Sie wollen Ärger? Schau auf den Bildschirm. No big deal. So kann man die Dinger als auch umschubsen. Jutti. Gib mir ein paar mehr mit. Wer weiß, wann ich die doch gebrauche. Na, ein bisschen Zeit haben wir noch. LOL. Da könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Der stand hier. Hat sich nach rechts gedreht. Obwohl er eigentlich mich total bemerkt haben müsste, aber schon mal hier blaut das und also und peng peng peng. Ja.
Wie mach ich dich aus? Gute Frage. Nächste Frage. Naja, wie wir da durchkommen, seht ihr beim nächsten Mal. Bis dahin, sehr Leute.